Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder euer Lausbiber und ich habe jetzt mal wieder ein Spiel ausgepackt oder eine Playlist. Place Like Home hatte ich ein bisschen vernachlässigt. Toi Opa hat mir aber geschrieben und mir noch ein paar Tipps gegeben. Danke dafür. Ja, ist jetzt auch ein neuer Patch rausgekommen. Da bin ich mal gespannt. Das wird zwar noch eine Weile dauern, bis wir da sind. Aber, und zwar das Wüstenszenario. Jetzt muss ich mich doch erstmal ein bisschen wieder konzentrieren, wo ich hier überhaupt war. So, bewässern ist mal gut. Und natürlich wieder mal nix. Genau, das hatten wir alles. Dass man Roboter natürlich mit Wasser besiegen kann. Hätte ich natürlich selbst drauf kommen können, aber manchmal ist eine. Kommt man nicht auf die einfachsten Sachen. So, da hat man Material drin. Da Saatgut. Und hier Sachen zum Kochen. So. Gucken wir mal, was wollten wir denn als nächstes machen? Gebäude noch bauen. Und dann die Ecke noch erkunden. So, das können wir alles bauen. Das müssen wir freischalten. Dekoration gibt's. Die Tasche können wir verbessern. Ja, die Dinger wären cool. Kann ich alles von ihm kaufen. Da müssen wir noch mal gucken, was uns das alles gekostet hat. Ja, direkt noch neue Früchte anpflanzen. Salat kann man noch machen, den hat man noch nicht. Und Auberginen hat man auch noch nicht. Dafür. So, zwei Schlüssel haben wir, den dritten brauchen wir auch noch. Dann was brauchen wir da? Diesen Apfel, das können wir noch nicht. Den Sprenkler, da brauchen wir nur Salat. Den pflanzen wir jetzt an, das ist gut. Und hier brauchen wir nur Tomatensuppe für den größeren Rucksack. Okay, also Salat, Tomatensuppe. Guter Plan, kriegen wir hin. Hier sind wir auch fleißig am Arbeiten. Da hat man ja die Brücke das letzte Mal fertig gemacht. Quests. Rebuilding Village. Genau, das Wasser müssen wir und ich muss 15 toxische Bäume zerstören.
und 5 und die Schweine. Okay, genug zu tun. Toxischen Baum. Yeah. Da haben wir noch einen. Ah, davon haben wir jetzt. Danke, treuer Opa. Jetzt wieder ein bisschen schnuppern, das muss man nicht zum Motor aus, für die Vorräte. Der haben. Fünf Schweine und Repair the Farmhouse. Okay, 40. Okay. Sehr gut. Kann man jetzt hier schon die Verbindung gehen? Verbindung über dieses Tunnelsystem. Muss man halb studiert haben. Ja. Und was können wir hier aufbauen? Frozen Peak. Okay. Da hinten ist die Pumpe. Okay, die müssen wir auch noch bauen oder beziehungsweise finden. Okay. Einmal Umweg gelaufen. Zurück. Wo hatten wir nochmal den Lehm? War der hier die Steine? Okay.
kann man auch immer wegmachen. Nein, nein. Mist, ich will nicht zurücklaufen. Ich habe zwar genug Ader. Wie viele haben wir? 26. Langt immer noch nicht. Knieberge. Kann ich. Boah, ich will die weg haben. Wieder. Perfektionist will ich weg haben. 40. Wo ist noch was? Da ist noch was. Freuen. Da hinten die großen Ebenen. So, weiter. So. Da haben wir 50 von den Ziegeln. Dann können wir jetzt die Farm aufbauen. Okay. Das ist ein Fix. So. Ja, wohin müssen wir? Da sind Gegner, da sind Gegner, viele Gegner. Da hinten ist noch ein Baum. Wie viele Bäume haben wir jetzt? 9, 6 Bäume muss ich hier noch erleben. Mit dem Wasser war super. Nein, natürlich nicht. Gut. Können wir noch befreien. Thank you.
ich mit ohne Killen. Die haben, glaube ich, fast einen Tag gemacht. Tag kommt mir jetzt auf alle Fälle viel länger vor. So, da kann man auch reingehen. Ja. Warum nicht? Manchmal freue ich mich selbst, wo mein Kopf ist. Viel. 10 Bäume haben wir jetzt. Wo geht's hier lang? Laden, laden, laden. Save the ducks. Welcome to Lonely Hills. Also die Karte ist auch alles andere als brauchbar. Da möchte ich eigentlich noch nicht hin. Ich hätte natürlich gerne hier das Quest, die Mission fertig gemacht. Das sieht aus wie so Betonpfeiler von einer Autobahn hier. Da haben wir jetzt auch den letzten Schlüssel gefunden. Gut, dann gucken wir mal. Oi, noch viel zu viel zu machen. Als nächstes die Höhle unten. So, Ressourcen wird abgeben. Ein Feld haben wir noch. Drehen. Move Building, ja. Detection Building Rotation E. Natürlich nicht R, was natürlich viel intuitiver wäre. Komm, da bauen wir das noch. Weil ich habe, glaube ich, noch so Unmengen an Kommentarlos. Ich brauche mehr Platz. Definitiv mehr Platz. Da haben wir noch eine Katze. Schon mal gut. Nee. Ach, Pfirsichbaum. Okay, der muss frei stehen. Salat und noch mehr Kartoffeln. Yay. Und da haben wir jetzt die drei Schlüssel. Dann gucken wir mal noch, was wir
was uns das hier hinten beschert. Ah, wir könnten noch Kuchen. Also mit Tomatensuppe brauchten wir unser Lad. Tala, Tomatensuppe braucht 4 Tomaten, die ich leider in die Kiste getan habe, wahrscheinlich. Ja. Tomatensuppe. So, da haben wir die Eier. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sich da verbirgt hinter der. Wahrscheinlich ist es gar nichts. Lost Key. Yay. Oh. As I'm doors in the house seem to be blocked by the... Okay, you find somebody did it. Okay. Okay. Geschlossen, geschlossen. Verschlossen. Even more keys. Ja, super. Wir haben einen Raum entdeckt, der... Wo wir noch mehr Räume... Das ist schon gecraftet. Das haben wir, das haben wir. So, speichern wir dann einmal so Eier. Da geblieben. Ja, kein Wasser mehr. Ach, ist die Nacht schon wieder rum? Okay. Ein. Ich da bis jetzt eigentlich gar keine Probleme hatte. Selbst der Hund sammelt Schrott für mich ein. Ich habe 159 Teile. Alles ist bewässert. So, dann legen wir uns jetzt einmal kurz schlafen, damit wir speichern. Ich möchte ungern, dass das alles weg ist. Ja. Und weiter geht's. So, dann holen wir uns jetzt erstmal. Der Salat ist leider noch nicht fertig. Ja, die Katze findet auch. Jetzt die kleine Runde laufen und dann gucken wir mal noch, dass da müsste das Gebäude fertig sein und von da aus gehen wir noch in die Höhle. Ja, Rezepte, die Rucksackerweiterung, ganz wichtig. So, bei meinem Glück muss ich die aber noch kaufen. Ich brauche Platz für diese komischen Kisten. Und wir suchen immer noch diese Geräusche von den Schweinen. So, da ist auch schön.
Hat aber sich schön gebaut. Okay. Okay, wir können jetzt quasi den Schweinestall bauen. Macht natürlich Sinn, ihn irgendwo hier hinzubauen. So. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier nach unten. Also, Rebuild, Peace Picks. Ein Pixie und 5 Stück. 4 Bäume noch. Und ja, die Fallen. Aber wir gucken mal, dass man hier unten entsprechend. Was ist das denn? Also entweder ist es ein Grafikblock. Okay. Das war zwar jetzt nicht der Plan. Er fällt mir einfach rein und kann nichts machen. Und Versuch Nummer 2. Das war doch gerade. Oder ich bin in einem anderen. Ach, ist die Reihenfolge. Zweite Kiste hinsetzen. Und auch Schlüsselteil. Das Anstack ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um nach Hause zu kommen. Das war, glaube ich, nicht geplant. So, gucken wir mal. Habe ich hier noch was versteckt? Dreieck, Viereck. Kreuz, Kreis, Dreieck, Viereck. Yay. Echt, das war mal nicht so ganz eingerostet. Mann, ich hätte mal mehr anstatt weniger. Gibt's hier irgendwo einen Durchgang? Was da hinten?
Manchmal soll ich auf mein Inventar achten. Oink. Okay. Seltsames Schwein und das war's. Gucken, wo es jetzt hier rausgeht. Das nur bei mir zu Hause bauen. Anscheinend. Da. Und wieder zurücklaufen. Dann können wir uns vielleicht noch das Upgrade für den größeren Rucksack holen. So, können wir das Schweineding hier anbauen. Dann suchen wir mal Schweine und vorher holen wir uns noch das Upgrade, das hoffentlich nicht so teuer ist. Das ist die Kiste. Updates, Rucksack. Ach, entspannt. Ah, schon viel freundlicher. Wieder den so mit Platz und kann ja aus dem Vollen schöpfen. Gut, diese Kisten, elektronischer Abfall. Sollten wir das nächste Quest hier fertig haben. Genau.
Und wir laufen und wir laufen. Lieblingsbeschäftigung. Okay, Mist. Was brauchen wir denn jetzt? Honig. Honig kriegt man von Bienen. Yeah. Wahrscheinlich ist das alles miteinander unten unterirdisch verbunden, ja klar. So, haben wir jetzt gespeichert? Wahrscheinlich nicht. Ja, dann war es das jetzt aber auch schon wieder für dieses Mal. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn ihr noch ein paar Tipps habt, zumindest wie ich den Honig herkriege, wäre ich natürlich froh, wenn ihr mir die geben könntet. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Gerne Daumen nach oben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Lausbiber.